Hallo und herzlich willkommen zu Spider-Man, die Stadt, die niemals schläft, Episode 1 und dem Beagle. Ich habe keine Ahnung, wie ich das abkürzt. ich glaube, einfach Spider-Man DLC werde ich daraus machen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin drauf gewechselt und bin einfach direkt reingeschmissen worden. Deswegen sind wir jetzt hier auch in dem Menü. Ich wollte ja nicht, dass ihr irgendwas Cooles verpasst. Hab jetzt gerade den Faden cool verloren. Ist Beagle-like halt, ne? Es ist aber auch schon spät. Ich bin müde. Trotzdem wollte ich da mal reingucken. Ja, ist halt wie das Hauptspiel. Ganz überraschenderweise von Insomnia Games gemacht und Sony gepublished. Keine Ahnung, wann es nachträglich rauskam. Ich meine noch im gleichen Jahr. Will aber dafür meine Hand nicht ins Feuer legen und habe auch gerade keine Lust nachzugucken. Aber für PlayStation 4 natürlich, mittlerweile auch für PlayStation 5 und für PC meine ich. Doch, für PC ist es mittlerweile auch raus. Doch, 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 doch. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. Es geht direkt mit einer Zwischensequenz los. Ich blende mich da vor allem auch aus, wie ich das ja halt immer mache. Und dann legen wir doch einfach mal los. Jane Watson, Mitherausgeberin. Beginn der Recherchenotizen. Meinen Quellen zufolge plant die Magia ein Comeback. Die alten Verbrecherfamilien waren eigentlich ausgeschaltet, bis Fisk wegging und sie die Lücke füllen wollten. Die alten Dons haben jahrelang harmonisch zusammengearbeitet, doch nun kommt durch das Machtvakuum ein Machtkampf auf uns zu. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis eine Familie auf die anderen losgeht. Ich bleibe lieber an meinen Quellen dran. Hoffentlich findet diese Kriminalität ein Ende, bevor sie von neuem losgeht. Spielt also definitiv hey, nach dem ich arbeite Ende. An einer Story, die dich interessieren könnte. Das Oscorp-Exposé? Was Neues. Es geht um die Magia-Familien. Die Mafia? Ich dachte, die wären weg vom Fenster. Arrivederci. Sie wurden schwächer, aber seit Fisk und die Dämonen weg sind, plant die Cosa Nostra ein Comeback. Ich liebe es, wenn du so redest. Ruhig, Tiger. Die Feds führten vor kurzem eine Razzia bei der Magia durch. Ich weiß. Tja, einer der Dons besaß das verschwundene Kunstwerk Die Maria. Und jetzt ist es drüben im Manhattan Moka. Und? Meiner Quelle zufolge plant eine der Familien, es sich zurückzuholen. Heute Nacht. Da geht es wohl nicht nur um Öl und Leinwand. Ich werde beim Museum vorbeischwingen. Also, beim Museum vorbeischwingen. Auch hier haben wir natürlich wieder da, ich habe keine Schnellreise, wie mies. Na gut. Schwingen wir uns mal dahin. Spidey, schwingen. Bitte, schwingen. Nicht fallen, schwingen. Zwischen Fallen und Schwingen gibt es einen radikalen Unterschied, Spidey. Ob Miles Morales in den DLCs dann jetzt auch so mitmacht, das wäre cool. Einfach nur, um es nochmal ein bisschen genauer zu machen. Aber es ist schon geil, Spider-Man sein größtes Idol und jetzt wird er selbst Spider-Man. Und ich kann jetzt noch nicht mal sagen, vorsichtig, was du dir wünschst, weil irgendwie ist das ja schon ziemlich geil. Ich glaube, wenn ich Spider-Mans Kräfte hätte, würde ich einfach den ganzen Tag meinem neuen Hobby nachgehen, durch die Stadt schwingen. Übrigens hat der gute Just Facts-Mensch J. Jonah Jameson nichts Gutes über mich gesagt. Und ich wollte auch noch, dass er irgendwas Gutes über mich sagt. Mensch, Frechheit. Dreister Typ. Dreister Typ, Leute, dreister Typ. Aua! MJ, deine Quelle hatte anscheinend recht. Ein paar Einbrecher wollen sich Zugang verschaffen. Bleib hier, ich sehe mir das genauer an. Sei aber vorsichtig. Wenn die von der Magia sind, meinen die es ernst. Los, Beeilung! Der Boss will das Gemälde. Wir sollten schon längst weg sein. Willst du es versuchen? Bitte sehr! Meine Wie Güte! Unprofessionell. Manche Leute tun alles, um keinen Eintritt zahlen zu müssen. Ich sehe Spider-Man! Oh, ups, ist das Zeit für eine kleine Demonstration der hohen Kunst der Verbrecherzähmung. Au. Au. Das ist nicht zum Vergleich zu dem, was der Boss hier anzutun ist, Ben.
Wir verlieren von allen Seiten, Leute. Habt ihr gehört? Ja, ich hab dich. Wo ist er denn? Er ist an mir vorbeigerannt. Hat er nicht gewusst, wer ich bin? Ja. Ich kenne ein paar der Typen. Da ist Federico Frizzelli und Sal Patrillo. Die Kerle gehören zur Familie von Hammerhead, oder? Warum sollte er die Maria wollen? Das klingt nicht nach ihm. Ich werde mich umschauen und prüfen, ob jemand woanders reingekommen ist. Ich sag Bescheid, wenn ich etwas finde. Sorry, ich bin wirklich müde. Die Tür verschlossen. Ich checke lieber die anderen Eingänge. Welche anderen Eingänge? Ja, mit den Autos. Die Typen können nicht mal legal parken. Nee, können sie nicht. Wo könnte man denn noch in so ein Museum einbrechen? Ey Leute, ich bin halt keine Einbrecherin, ja? Ich weiß halt nicht, wo man in solche Museen einbrechen könnte. Hey, was ist das? MJ, da ist ein Loch in einem Oberlicht. Ich sehe mir das an. Jetzt kann ich mich aber einbrechen. Während Hammerheads Kerle durch die Vordertür wollten, hat sich jemand über das Dach reingeschlichen? Sieht so aus. Keine Spur. Von niemandem. Sollten hier nachts keine Wärter sein? Ja, probier's mal bei der Security am Eingang. Da sollte es auch Kameras geben. Die hätten gesehen, wer eingebrochen hat. Mhm. Ach, der Wachraum ist abgeschlossen. Ich brauche einen Handabdruck, um reinzukommen. Da müsste ich auch rausfinden, was mit den Wärtern passiert ist. Kann ich das Schloss irgendwie überbrücken? Ach, nicht ohne die Hand eines Wärters. Ihre Handabdrücke. Wenn du die Wachen nicht findest, nimm Abdrücke von Sachen, die sie angefasst haben. Oh, ja. Gute Idee. Ich gehe dir gerne zur Hand. Okay. Hab einen Handabdruck. Zumindest einen Teil. Ich wollte gerade sagen, ich werde wohl mehr brauchen. Du hast einen Finger, Junge. Komisch. Als seien die Wachen einfach verschwunden. Okay, wo finde ich noch ein paar Teilabdrücke? Noch einer. Cool. Ausgebildete Wachen lassen ihre Sachen nicht einfach so zurück. Es sei denn, sie sind nicht freiwillig abgerückt. Bin ich tatsächlich auch nicht von ausgegangen, Spidey, dass die freiwillig gegangen. Okay. Moment. Hier muss irgendwo ein Abdruck sein. Spidey, nicht so nervös. Natürlich ist er. Okay, mit den Teilabdrücken müsste ich einen Abdruck rekonstruieren können. Oh, ich hätte aber für den Gedanken viel cooler gefunden, einfach wirklich so eine Hand zu organisieren. Ich kann den Scanner wohl neu konfigurieren, damit er meine Daten erkennt. Mit einem Handabdruck. Okay. Umgehe ich den optischen Sensor, kann ich meine Daten hochladen. Warte mal. Nee. Müsste doch eigentlich. Nee, geht nicht, okay. Okay. Eventuell wäre schon geil gewesen, einfach mal. Es geht so gar nicht. Kacke. Also das muss schon irgendwo richtig sein. Nein. So. Ah.
Cool, dass das stimmt. Schlecht, dass das trotzdem falsch ist. Ich könnte aber auch versuchen. Nö. Nee. Ich habe keinen normalen mehr. Oh Mann! Worum geht es? Das? Ja, es geht. Kann ich hier vielleicht... Hier kann ich... Nein, ich muss hier mitarbeiten. Da komme ich nicht drum rum. Ja, warte mal. Falsches Teil. Warum will ich das gerade tun? Ich weiß es nicht. Fragt mich doch nicht sowas, Leute. Ha. Nee. Nee. Ich bin zu müde für den Scheiß. Ich muss irgendwie nach hier kommen. Ach, bitte lass das richtig sein. Natürlich nicht. Nein. Okay. Nein. Ja. Nein. Nein, das war nicht richtig. War nicht richtig. Nee, warte mal. Das war auch nicht richtig, aber... Ja. Das geht nicht? Verarscht mich nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich so close bin, aber ich brauche das hier, glaube ich. Nein. Warte mal, was? Okay. It didn't work. Das müsste es sein, ne? Ja. Nein. Aha. Ich krieg's nicht! Also, es geht nicht. Schisch, ey. Schisch, schisch, schisch. Warum geht das nicht? Ah, das geht aber. Perfectly. Wollt ihr mich? Ah. Ja gut, wenn man so müde ist, dass man nicht mal sieht, dass man einfach Scheiße gebaut hat, ist in Ordnung. Wir sind drin. Cool. Was siehst du? Sie leben noch.
Anscheinend wurden sie betäubt. Keine Anzeichen für Gewalt. Definitiv nicht Hammerhead-Stil. Wenn nicht Hammerhead, wer dann? Gibt es eine Kamera? Ich seh mal nach. Kamera 5 wurde ausgeschaltet. Ganz schön verdächtig. Ich schalte sie wieder ein und schaue nach, was sie vor uns verbergen wollten. Sie zeigt auf eins der Gemälde in der Ausstellung. Das muss die Maria sein. Und noch wurde sie nicht gestohlen. Ich sehe mir aus der Nähe an, was daran so besonders ist. Weil Kunst liegt immer im Auge des Betrachters und so. Die Maria ist ein ausgezeichnetes Beispiel für den modernen Expressionismus. Die Geschichte der wiederholten Diebstähle ist beinahe so faszinierend wie das Kunstwerk selbst. Sieht für mich nach einem stinknormalen Gemälde aus. Ist es auch. Es gibt hier viel wertvollere Objekte. Warum ist die Magia also ausgerechnet hinter diesem Gemälde her? Warte mal, MJ, da kommt jemand. So kann man es natürlich auch machen. Sehr unhöflich. Augen offen halten. Spider-Man könnte immer noch hier sein. Könnte oder ist? Ah, verdammt, jetzt hängt es hinter Sicherheitsglas. Das hey, sag Frank, dass wir schweres Geschütz brauchen. Also wirklich. MJ, Hammerheads Typen haben Verstärkung gerufen. Ich wurde noch nicht entdeckt. Gut, sieh zu, dass es so bleibt. Warum? Dieses Signal bedeutet Spider-Man in der Nähe. Wenn das... Mist. Dieses Sicherheitsglas durchdringt nichts. Erledigt euren eigenen Job. Die anderen kümmern sich um ihren. Ich hab ne Idee. Ist da jemand? Wenn jemand hier wäre, hätte ich ihn gesehen. Es ist Spider-Man! Da drüben! Na gut. Herr links drauf an! Ja, mach ich. Na und? Wie aufmerksam die sind. Unverschämt. Da oben! Warum bin ich jetzt auf einmal hier? Spidey, was machst du da? Guter Mann, tun sie das nicht. Warum habe ich das nicht öfters mal gemacht, als ich die Gelegenheit dazu hatte? Man weiß es nicht genau. Die Cops werden gleich hier sein. Scheiß drauf. Schnappt euch alles, was geht, und dann raus. Echt jetzt? Toll, jetzt plündern sie die anderen Kunstwerke. Ich muss sie aufhalten, bevor sie entkommen. Spider-Man, so nicht. Es gibt nur einen Weg nach draußen, der, auf dem sie reingekommen sind. Wo sind die denn? Leute? Lenk ihn ab! Ich versuch nächstes Mal den Souvenirladen. Au. Au. Au, da ist noch einer. Da ist der Ausgang. Muss nur noch raus. Sie wollen die Kunstwerke stehlen. Nein! Mann! Du Vollidiot! Ich gehab, Loser! Ich bin in Sicherheit! Hilf dir einfach hinter dir! Es gibt nur einen Weg nach draußen, der, auf dem sie reingekommen sind. Wenn ich verbrennt ihn auf den Boden! Ich nehm das jetzt. Ich bleib hier unten, ey. Soll ich nicht erwischen? Hängt der wirklich einfach hinter der Säule fest, dieser Vollidiot, ey. Ja, komm nur her. Lenk ihn ab! Ich bin gleich beim Ausgang! Sie dürfen nicht entkommen! Versuch nächstes Mal den Souvenirladen. Nö, diesmal nicht. Ach komm, nö. Wo ist der Typ denn? Schlechter Tag, dich mit uns anzulegen. Gleich da. Nein. Ich muss zum Ausgang und sie aufhalten. Aua. Der da. Der Rest ist mir egal, aber. Das ist nicht gut. Was wollt ihr denn jetzt schon wieder klauen?
Ich mach dich fertig. Ah, meine Güte, nein. Der ist noch nicht hier. Was sind das schon wieder für eine beschissene... Leg ihn ab! Ich bin gleich beim Ausgang! Ach, Andy, wär's, wenn ich dir zum Trost ein Poster von diesem Kunstwerk für deine Gefängniszelle schicke? Das wäre nett. Au. Mal nicht so unverschämt hier. Da ist der Ausgang! Ja, muss nur noch raus! Ja. Sie wollen die Kunstwerke stehlen! Kopf hoch. Vielleicht gibt es ja Kunstunterricht im Gefängnis. Leute, das ist mir zu anstrengend, ehrlich. Noch zwei. Leg ihn ab! Ich bin gleich beim Ausgang! Sie dürfen nicht entkommen! Ja, danke. Hab ihn! Oh, warte mal, ich habe eine Idee. So. Gleich da. Ich muss zum Ausgang und sie aufhalten. Zu langsam. Machen meine Drohnen nichts. Ey, was seid ihr für beschissene Drohnen? Cool. Leg ihn ab! Ich bin gleich beim Ausgang! Guter Kunstgeschmack, schlechte Lebensführung. Boah, komm, Spidey, hör auf! Bitte sag mir, dass es das war. Ja, war es. Bist du da? Alles okay? Ja, ich glaube, ich habe sie alle. Aber viele Kunstwerke müssen zurück an ihren Platz. Was ist mit der Maria? Vielleicht war das ein Ablenkungsmanöver. Genau das dachte ich auch. Ich schaue nach. Hoffentlich war die Scheibe dick genug. Die Sicherheitswand ist intakt. Und kugelsicher. So schnell kann sich niemand der Maria nähern. Dann ist der Auftrag ausgeführt? Das hoffe ich. Ja, ich rufe dich gleich nochmal zurück, okay? Warum? Was ist los? Siehst gut aus. Hanteltraining? Nein. Naja, obwohl, ein bisschen. Also, du schwingst jetzt solo? Oder wieder mit deiner Ex? Ganz schön viele Fragen. Bin nur neugierig. Ja, soll nicht gut für Katzen sein. Warum erzählst du mir nicht, warum du hier bist? Ich habe nur auf den richtigen Moment gewartet. Dreh dich mal um. Echt jetzt? Och, Leute. Raketen? Wer schleppt Raketen in ein Museum? Weißt du nicht, wer Hammerhead ist? Das ist nicht dein Gewinn! Och, komm, der ist gleich. Und sie klaut die Scheiße jetzt. Wo kommt er denn her? Oh, ich bin verletzt, sehe ich gerade. Oh, komm, ist okay. Das war noch längst nicht alles. Ja, danke schön. Das ist nicht zum Vergleich. Oh, Leute. Seid ihr ein bisschen gaga? Oh, nein. Alter, guck mal. Der muss weg. Zum Teufel! Halt dich aus unseren Geschäften raus! Nee, mach ich nicht. Oh, noch mehr?
Guck mal. Völlig gaga oder so? Die sind doch völlig gestört, Leute. Die sind so richtig gestört. Hab ich's jetzt? Sie wartet aber auch artig, dass ich fertig bin. Ich mag deine neuen Tricks. Und ich hab deine alten satt. Wolltest du den Kunstdiebstahl nicht lassen? Ich bin nicht wegen der Kunst hier. Was tust du dann? Solltest du nicht ein paar Leben retten? Schon wieder. Hey! Hey, 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 hey! Hey! Hilfe! Was zum... Wo ist sie hin? Peter, ist alles in Ordnung? Tut mir leid, MJ. Bin gerade einer alten Freundin begegnet. Wem? Ärger. Die Katze ist zurück. Okay. Wenn die Katze zurück ist, Ausdaueranzug. Also war Black Cat diejenige, die durch das Dach kam? Sie hat mit Hammerheads Leuten zusammengearbeitet? Ja, sie hat mich wahrscheinlich die ganze Zeit da drin beobachtet. Sag mir, dass sie nicht mit der Maria abgehauen ist. Nein, ist sie nicht. Gut. Sie hat es zerstört und einen Speicherstick geklaut, der im Rahmen versteckt war. Was? Oh. Tut mir leid. Was meinst du, was auf dem Stick war? Gute Frage. Ich werde mich mal umhören. Und ich fange an, Katzenspuren zu folgen. Alle Einheiten, Meldungen über eine Explosion in der Nähe von Times Square und Bryant. Explosion? Das sollte ich mir ansehen. Hm? Das Problem mit Brandstiftung, okay. Wir haben einen neuen Anzug, ich weiß nicht, ob ich direkt überzogen übrigens, aber sei es drum. Ach jo. Das ist hässlich. Wieso darf ich das nicht haben? Okay, muss ich nicht verstehen. Na gut, ihr Lieben, dann mache ich jetzt hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und haut rein.